Ich freue mich sehr, Ihnen nun die nächste Preisträgerin vorstellen zu können, Frau Vera Traub. Vera Traub arbeitet an der Schnittstelle von diskreter Mathematik und theoretischer Informatik, insbesondere auf dem Gebiet der kombinatorischen Optimierung. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der ETH Zürich kam Frau Traub im September 2022 als Juniorprofessorin mit Tenure-Track an die Universität Bonn und seit wenigen Monaten ist sie dort als W3-Professorin tätig. Bereits in ihrer Dissertation, die sie 2020 in Bonn bei Jens Wiegen abschloss, beschäftigte sie sich mit der Verbesserung von Approximationsalgorithmen für das Traveling Salesman Problem. Bei diesem Problem ist eine feste Anzahl Städte mit ihren gegenseitigen Distanzen gegeben und es gilt nun, den kürzesten Weg zu finden, um alle Städte genau einmal zu besuchen. Da kein Algorithmus bekannt ist, der dieses Problem in polynomialer Zeit, also in praktisch vernünftiger Zeit lösen kann, versucht man Näherungen zu finden. Das heißt, man sucht praktisch berechenbare Algorithmen, die einen Weg finden, der maximal einen bestimmten Faktor schlechter ist als der bestmögliche. Frau Traub hat hier einen neuen Ansatz gefunden, der auf dynamischer Programmierung beruht und zu einem Durchbruch in diesem Gebiet geführt hat. In den vergangenen Jahren hat sich Vera Traub vor allem auf Netzwerkdesign fokussiert. Auch hier hat sie Unerwartetes geleistet. Beispielsweise hat sie sich mit sogenannten Connectivity-Augmentation-Problemen beschäftigt. Hier geht es darum, Netzwerke, also zum Beispiel ein Rechnernetzwerk oder Telefonnetzwerk, durch Hinzufügen von zusätzlichen Verbindungen möglichst kostengünstig gegen Ausfälle abzusichern. Für solche Netzwerke erst für Netzwerke bestimmter Struktur wie Bäume oder Wälder, aber inzwischen auch für allgemeine Graphen, hat Frau Traub neue Methoden für bessere Approximationen entwickelt, die alle bisher bekannten Verfahren schlagen. Ihre neuen algorithmischen und analytischen Techniken erzielen eine sogenannte Approximationsgüte kleiner als 2, was über lange Zeit als unüberwindliche Barriere galt. Wie herausragend Frau Traubs Forschungsergebnisse sind, dokumentieren auch mehrere Preise. So erhielt sie zum Beispiel den Maya Mazzacani New Frontiers Prize in auch diesem Jahr 2023. Die Gutachtenden sind beeindruckt. Sie heben Frau Traubs Eigenständigkeit und Kreativität hervor. Ich zitiere: Es scheint, dass, wann immer Frau Traub ein Forschungsfeld bearbeitet, diese eine kaum für möglich gehaltene Vitalisierung erfährt. Dabei beschäftigt sie sich nur mit Themen, die von zentralem Interesse sind und bei denen es über lange Zeit trotz intensiver Bemühungen führender Köpfe kaum Fortschritte gab. Frau Traub macht eine Fülle von verblüffenden Beiträgen, die oft gänzlich unerwartete Durchbrüche bewirken. Frau Traub gehöre bereits jetzt zu den besten 10 Personen in ihrem engeren Fachgebiet und das weltweit und ohne das Urteil auf ihre Alterskohorte zu beschränken. In der kurzen Zeit ihres bisherigen Forscherlebens hat sie beeindruckende Leistungen erbracht. Auch der Auswahlausschuss war begeistert von Vera Traubs wissenschaftlichen Leistungen und hält sie nicht nur für eine herausragende junge Wissenschaftlerin, sondern vor allem auch für eine sehr würdige Preisträgerin des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises. Frau Traub, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und wünsche Ihnen für Ihre weitere Karriere viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Glückwunsch.